So, herzlich willkommen zurück bei Persona 4. Wir sind weiterhin im Himmel auf der Suche nach unserer armen kleinen Schwester Nanako. So, ja. Ich habe, wie ihr seht, ein bisschen am Socialing von Margaret rumgeschraubt und ein bisschen Geld dabei gelassen. Ja, aber bitte das zu entschuldigen, dass ich euch das nicht alles gezeigt habe, aber sie hat nicht wirklich wichtige Sachen zu sagen, wenn man die Social Links da vorantreibt. Es geht nur darum hier, wie ich das ja schon, als ich den Social Link vorgestellt habe, wir müssen Personas fusionieren, bestimmte mit bestimmten Fähigkeiten. Und ja, also da sagt sie halt, beglückwünscht sie halt einen nur und wartet dann auf die nächsten. Auf die nächste Fusion. Ich werde, wenn mein Geld das zulässt, werde ich das weitermachen und den das letzte Gespräch vor Beendigung des Social-Dienstes werde ich auf jeden Fall zeigen. Anderen da sind nicht allzu wichtige Sachen. Das wäre einfach zu schick langweilig. Das wäre, glaube ich, zwei, drei Folgen, wo ich nur im Velvet Room sitze und versuche mir da die Personas zusammenzubasteln, die wir für den Social-Link brauchen. Aber okay. Egal, genug davon. Machen wir hier weiter. Die Regalmutter wartet auf uns. So, und unsere Skillpunkte sind ziemlich am Eimer. Würde ich mal so spontan sagen. Aber wir haben noch hier eine schöne neue Persona, nämlich den Needhawker. Ein riesiger unterirdischer Wurm, der aus dem Film Dune der Wüstenplanet stammen könnte. Ja, ne? Aber wie das halt so ist es dann halt. Die sind wir erstmal los. Die können wir auch mit normalen Attacken platt machen. Yeah, it does. Do not mess with my girlfriend, bitch. So, wieder auf unseren Kollegen hier wechseln, der ein paar Skillpunkte vor uns nachfüllt, auch wenn es der oft schon erwähnte Tropfen auf dem heißen Stein ist. Oder nur. Oh. Nein, 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 nein. Nicht bei so einer goldenen Hand. Ja, die möchte ich auf jeden Fall mitnehmen, auch wenn die uns wahrscheinlich alle unsere restlichen Skillpunkte kostet. Oh ja, aber sie bringt natürlich auch extrem viel Geld mit sich. Ach shit, und sie ist geschützt gegen physische Attacken. Ja, bleibt eigentlich nicht viel anderes übrig, außer unserer Atomexplosion, ne? Aber, nee, das wird bestimmt nicht funktionieren. Machen wir das so. Oh yeah! Komm, den Rest schafft doch jetzt hier. Schafft doch jetzt hier und geht den Bogen mit. Ja, außer natürlich, Eis wird auch blockiert. Es wird alles irgendwie blockiert, bis auf Almighty Damage. Das ist natürlich gut. Eigentlich ist das nicht so gut. Ja, und das war gut, dass wir da abgewehrt haben, glaube ich. Ja, das heißt also, mit Chia und Yukiko können wir gar nichts machen, um diesen Kampf für uns zu entscheiden. Aber irgendeiner seiner Personas müsste doch hier Dings da Bumse haben. Aber mal die Damage. Ja. Raphael zum Beispiel. Oh.
Ach scheiße, jetzt habe ich Wind ausgewählt. Kacke. Oh nee. Scheißdreck. Ah, das wollte ich eigentlich nicht machen. Ah, egal. Dann Auto, das Ganze jetzt beenden, hoffentlich. Weil noch ärgerlicher wäre es jetzt, wenn der Gegner abgehauen wäre. Naja, 15.000 Yen sind unser. Wir öffnen diese Truhe mit einem Schlüssel und erhalten Soma. Das ist gut. Das füllt, glaube ich, Soma füllt, glaube ich, alle Dings wieder auf, ne? Ah ne, alles komplett sogar. Okay, zwei davon im Gepäck zu haben, ist auf jeden Fall eine geile Sache. Keine Frage. Wo wir gerade dabei sind, wäre es, glaube ich, mal an der Zeit, ein bisschen hier was zu schlucken. Wo sind eigentlich unsere ganzen Tapsaurus und so genau da? Davon schlucken. Der kommt gerade in unsere Richtung. Es ist extrem hell hier in diesem Lebensabschnitt. Nein, verdammte Axt. Ach Mann. Da war das schon so ein fetter Gegner. Oh shit. Verfehlt. Oh. Verdammt. Aber einer unserer Dings hat den Treffer eingesteckt für uns. Das ist einer unserer Früchte oder so, die wir da haben. Die wir aufgesammelt haben. Irgendein Gegenstand auf jeden Fall. Ich hab's gar nicht so schnell gelesen, oder war das jetzt hier dieses extra Feature da, was wir durch den Social freigeschaltet haben, dass sie einen tödlichen Angriff überleben kann? Könnte auch das gewesen sein. Ich hab's jetzt gerade so schnell nicht gelesen. Haben sie echt auf sie eingeschossen? Homo Noculus sacrificed itself. Auf jeden Fall, was da passiert, ist nicht gut. Wir müssen diese scheiß Gegner schnellstens loswerden. Someone finish it off. Das läuft hier gerade extrem kacke. You've become even more dependable. Yeah. I leveled up. It's level up time. So, noch ein Level für Rise. Dann haben wir die Healing Wave. Das ist ein nützliches Feature auf jeden Fall, was nach jedem Kampf immer ein bisschen Energie wiederherstellt. Ein Level noch. Aber ich glaube, das waren jetzt irgendwie 15.000 Erfahrungspunkte. Stuhl fällt auseinander. So. Ja, der Kleine da braucht Feuer und die weiß ich gar nicht. Three enemies left. You can win this. Oh, genau, die braucht Licht. Let's go. War es Licht? Ich hoffe. Ja. I couldn't defeat it. Ich
fuck. Da ist Chie über ihre eigenen Füße gestolpert. Nice. So, erstmal das Ding ist easy. Senpai, that was so cool. Dann kommen wir uns hier. Ach Mann. Heute nicht ihr Tag. Wie auch bei keinem jetzt gerade irgendwie. Ey, super. Machen wir jetzt einfach mal Ende. Bevor dem Ganzen hier noch etwas Gutes rauskommt. Ja! Selbstverständlich! Ja. Freunde der Sonne. Who is next in line for stomping? Deine Zielfähigkeiten, würde ich mal sagen. Kannst ja nicht weitergehen, Freunde der Sonne, oder? Watch it. That one's immune to fire. Ja, welcher von denen? Das sind immer so präzise Angaben. Ne, hast du, was weiß ich, 5, 6 verschiedene Gegnertypen? Oder heißt es That One? Ist immune against fire. Ja, was man mit einer Pistolenkugel nicht schaffen kann, das macht man dann mit einem wohlgetimten und gut gesetzten Roundhouse-Kick. So, und wir haben Ganesha, den Elefantengott. Mal wieder, würde ich fast sagen, denn kam jetzt nicht so vor, als ob wir den, als ob der neu wäre. So, eine kleine Truhe. Go home. Okay. Well, I'm not going home. I'm gonna get on my... Ach, ja. Ja, wisst schon. So, ihr müsst jetzt irgendwo bald der... Nee, doch nicht. Doch nur wieder am Sackgasse mit einer Tour. Ach du Heiliger. Ja, wäre schön, wenn du mir sagen könntest, da ich es noch nicht weiß, welcher von denen geschützt gegen Wind ist. Erstmal den Würfel weg. Light Balance. Könnte das ein Hinweis darauf sein, dass wir vielleicht Dunkelheit bei diesem Gegner verwenden müssen, um ihn zu... Au. Aber ich nehme mal diesen kritischen Treffer als Geschenk mit. Daneben. Just two left. Come on, this fight's not over. Ja, hier. Oder? Ja. Kann man sich ja auch nicht mal drauf verlassen. Komm, das schaffen wir noch. Ich kann es nicht.
Kein Problem. Oh, auf neuer Personas. Ah, okay, Cerberus. Alter. Aber vielleicht nochmal dazu was zu etwas gut, um eine stärkere Persona zu erstellen. Ändert sich das, ändern sich die Hintergrundfarben bei der nächsten Etage dann, beim nächsten Paradies, denn dieses helle Licht auf dem Hauptdungeon da, dieses, oder diese helle Farbgebung, das geht doch schon ein wenig auf die Augen. Also, oh, ja. Geht auf die Augen, Galactic Punt und, es macht irgendwie, also es geht mir auf die Augen, es macht eigentlich irgendwie müde. Und für alle von euch, die vielleicht gar nicht wissen, was ein Punt ist, das ist ein Begriff, der kommt aus dem American Football. Das ist ein, man kann es vergleichen mit einem Abschlag eines Torwarts beim Fußball, also Punt ist ein Spielzug, der dazu benutzt wird, wenn man es oder meistens so, ja, 100% der Fälle wird er benutzt, wenn man es mit den eigenen vorherigen Versuchen nicht schafft, so viel Raum gut zu machen, dass man eine Reichweite für ein Field Goal ist, dass man dann den Punt zurate zieht, um für die gegnerische Offensive beim nächsten Ballbesitz ja, möglichst viel Raum, den wieder zu nehmen, dass man sie möglichst weit wieder zurückdrängt. Im Idealfall bis an die eigene 20-Yard-Linie mit einem Kick, der über die gegnerische Endzone, bis zur eigenen Endzone da über ins Aus geht. Oder durch einen sogenannten signalisierten Fair Catch. Da haben wir gerade Zeit, darüber zu reden. Ja. Football-Regeln. Was wiederum ein Faircatch ist, das kann ich euch auch gerne erzählen, obwohl ich eigentlich Football so gut wie gar nicht schaue. Eher, oder viel eher der Basketball-Mensch. Ja. Ein Faircatch ist einfach ein Signal, dass wenn der Ball so weit rausgeht, zeigt eigentlich der Spieler das an, der den Ball fängt. Nach diesem sogenannten Punt, dass er nicht angegriffen wird von der Defensive, damit der Spielzug sofort abgepfiffen und man startet an der eigenen 20-Yard-Linie. Macht natürlich auch nur Sinn, wenn der Ball dann so weit rausgeht, dass die dann Defensive, die den Punt ausgeführt hat, dass die schon einen so weit auf die Pelle gerückt ist, dass man gar keine Chance mehr hat, Raumgewinn zu machen. Aber es macht natürlich keinen Sinn, wenn jetzt, was weiß ich, noch 20, 30 Yards entfernt sind. Man zeigt einen Fair Catch, aber wenn man eigentlich noch durch das eigene Laufspiel dann, nachdem man den Punt gefangen hat, sogar noch mehr wieder gut machen könnte. Ja? Ja, so viel zur Football-Regelkunde. Naja, gut, okay. Kriegt jetzt keine Überleitung zu anderen Football-Regeln, die ich hier hätte erklären können. Aber macht ja auch nichts. So, hier ist doch jetzt bestimmt die Bodenranke. Jawohl. Auf in den nächsten Level. Und es bleibt leider so hell. Dieser Ort ist nett. Er ist so ruhig. Ich wünschte, ich könnte hier leben. Zusammen mit... Zusammen? Ist der hier mit Nanako-chan? Das ist nicht gut, Senpai. Beeilen wir uns. Oh ja.